Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Wie ihr vielleicht merkt, ein anderes Kameradesign. Das liegt aber einfach nur an meiner puren Faulheit. Ich hatte dieses T-Shirt jetzt an. Es ist grün. Was passiert, wenn ich ein grünes T-Shirt im Hintergrund mit einem Greenscreen an habe? Genau, ich werde durchsichtig. Außerdem ging mir das die ganze Zeit auf den Sender, dass mein Stuhl so geschimmert hat in den letzten Videos und ich habe es partout nicht eingestellt gekriegt. Deswegen machen wir das jetzt so. Schreibt mir mal ruhig in die Kommentare, ob euch das gefällt. Ansonsten versuche ich noch irgendwie mit dem Greenscreen was zu retten. Oder ich lasse es in Zukunft halt so. Wir widmen uns heute wieder Agando. Falls jetzt jemand meint, ey, du bist doch mit denen gepartnert. Nein, bin ich nicht. Es ist halt einfach wieder das Wochenangebot. Jemand hat darum gebeten, dass ich mal dieses wöchentliche Angebot wieder zeige. Und das war jetzt halt 2 Tage später und deswegen mache ich heute dieses Video. Also keine Sorge, ich bin nicht mit denen gepartnert. Ich gehe hier mit freier Meinung ran. Und wir schauen uns dieses System mal an. Wie gesagt, agando-shop.de. Agando, whatever you want. Ja, okay. Und es geht um den Agando Agua 5838 RX Dragon. Der ist jetzt für eine Woche im Angebot. Die haben ja wöchentlich immer solche Dinger. Für 2.500 €. Ist eine Stange Geld, muss man so sagen. Aber wir schauen uns dieses System mal an, ob es wirklich taugt. Wir starten. Erstmal mit dem Bild. Ja, das Bild, das ist ja nicht fake. Oder doch? Ja, ich habe es ja früher mal gesagt, das ist fake. Es ist einfach nur so, dieser Lüfter ist nicht drauf, der leuchtet nicht und der RAM, der leuchtet auch nicht. Man muss es so sagen, wie es ist. Ansonsten das Gehäuse, das stimmt soweit. Ich denke, der Lüfter hier hinten wird auch verbaut sein. Grafikkarte sieht man hier irgendwie überhaupt nicht. Also es soll wohl mehr ein Beispielbild sein. Die übertreiben jetzt nicht maßlos, aber lasst euch gesagt sein, das leuchtet nicht und das hier leuchtet auch nicht. Das Gehäuse ist ein MSI Mac Vampiric 011C Ryzen Edition. Ja gut, das schauen wir uns mal eben an. Kostet hier auf Geizhals 80,45 € über Amazon. Ja, es scheint so, als wäre dieser Lüfter mit dabei. Es ist genug Platz in diesem Gehäuse. Es reicht für dieses System auf jeden Fall aus. Mir gefällt es persönlich auch vom Design her. Müsst ihr dann selber entscheiden. Ihr könnt es ja auch noch wechseln, aber ich finde es soweit ganz gut. Und ich habe auch schon mal MSI-Gehäuse verbaut und qualitativ sind die auch in Ordnung. Das packen wir jetzt einfach mal so in den Warenkorb. Dazu gibt es ein Netzteil BeQuiet Straight Power Gold 750 Watt. Das ist dasselbe Netzteil, was wir auch letztes Mal schon hatten. Das kostet bei Geizhals 112,82 € über Mindfactory. Ja, ist ein modulares Netzteil. Ihr könnt die Kabel frei wählen, die da verbaut werden sollen. Die werden das natürlich vorher zusammenbauen. Aber die werden nur die Kabel verwenden, die auch wirklich benötigt werden in diesem System. Da habt ihr den Vorteil, das System ist nicht so vollgestopft mit Kabeln, die ihr nicht braucht. Wenn es nicht modulare Netzteile sind, dann müsst ihr halt gucken, wie ihr das irgendwie im Gehäuse verstaut. Man sieht es meistens nicht, weil die mittlerweile unten diese Netzteilbox drin haben. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die Kabel dann einfach dabei legen. Hier sieht man es auch nochmal, die sind in so einzelnen Bündeln. Und ich schätze mal, die sie nicht brauchen, packen sie euch so mit da rein. Ist ein gutes Netzteil, reicht von der Leistung her völlig aus, ist Gold verifiziert. Das spricht, ihr habt eine höhere Wirksamkeit bzw. eine höhere Effizienz. Und das packen wir so in den Warenkorb. Dazu gibt es das Gigabyte B550 Aorus Elite V2 AMD B550. Ja, ich bin ja eher so der Fan von X570. Hat aber rein was mit Übertakten zu tun. Die B550 reichen völlig aus. Von der Größe her ein wunderbares Board. Ihr seht es hier auch, ihr habt 4 RAM-Bänke, ihr habt gekühlte Spannungswandler, zumindest teilweise. Ihr habt hier den M2-Slot gekühlt. Hier kommt die Grafikkarte rein. Hier unten habt ihr noch 3 Slots zum Erweitern. Darunter nochmal ein M.2-Slot, da könnt ihr dann eine zweite Festplatte oder eben eine WLAN-Karte oder ähnliches reinschieben. An und für sich ein gutes Board, auf jeden Fall. Ich habe das X570 davon, das ist auch das Elite. Ist für das System genau angemessen. Ihr habt da nochmal eine Übersicht, hier habt ihr USB 2.0, USB 3.2, USB 3.2. Ja, die nennen das beides 3.2, obwohl das 3.1 ist. Es gibt 3.1 Gen 1 und 3.1 Gen 2 und die werden irgendwie komisch benannt. Ich habe da voll die Übersicht verloren. Aber von den USB-Anschlüssen reicht es auf jeden Fall aus. Ihr habt mittlerweile 7 Stück an der Zahl. Leider kein USB-C. Braucht ihr auch bisher noch nicht. Es wird wahrscheinlich in Zukunft so sein, dass ihr mehr Geräte habt, die USB-C benötigen. Da könnt ihr dann aber auch Adapter nehmen, wenn es hart auf hart kommt oder solche Hubs. Es gibt mittlerweile USB-C-Hubs. Hier habt ihr noch HDMI und DisplayPort. Das braucht ihr natürlich nicht, weil der Prozessor, der hier verbaut wird, keine integrierte Grafikeinheit hat. Ihr habt auch noch Netzwerkanschluss, Toslink und eben 7.1-System allgemein. Wenn ihr 7.1 benutzt, machen die meisten nicht. Aber jemand, der ein Multimedia-System zu Hause stehen haben will, wo auch mal Filme drüber guckt und dann eine 7.1-Anlage, für die ist das wichtig. Das kostet aktuell bei Geizhals 117,90 € über Cyberport. Ja, zu dem Board habe ich alles gesagt, das packen wir auch so in den Warenkorb. Dazu gibt es einen AMD Ryzen 7 5800X, 8x4,7 GHz, wird euch im Taskmanager 16 Kerne angezeigt, also es sind 16 Threads, 8 Kerne. Den Prozessor habe ich auch, der macht sehr gute Arbeit, auch beim Stream. Ich rendere auch über diesen Prozessor, überhaupt kein Problem. Zum Zocken natürlich mehr als geeignet, der 5600er hätte theoretisch auch gereicht, aber der 5800er ist natürlich richtig Bombe. Der 5600er hätte vielleicht wirklich irgendwann Bottleneck dargestellt, aber der läuft. Den haben wir hier als Tray-Version, weil hier auch ein anderer Lüfter verbaut wird bei diesem System. Der kostet 389 € bei Equipper und den packen wir auch so in den Warenkorb. Dazu bekommt ihr Dirt 5, enthalten bei gleichzeitiger Auswahl einer teilnehmenden AMD-Grafikkarte.
Ja gut, wo ich meine AMD-Grafikkarte gekauft habe, da war da Far Cry 6 mit dabei. Ihr bekommt hier Dirt 5. Das kostet bei Geizhals als Download-Version 29,40 Euro. Das wird hier nichts anderes sein. Ich glaube nicht, dass die eine CD mit da reinschmeißen. Ihr werdet einen Download-Key kriegen und dann könnt ihr das einfach runterladen über den entsprechenden Anbieter. Dann bekommt ihr 16 GB DDR4-RAM PC 3200, also 3200 MHz. Genau das, was der Prozessor auch verträgt. Ihr könnt den auch mit 3600 betreiben. Das ist auch kein Problem, aber das ist das, was offiziell von AMD unterstützt wird. Läuft im Dual-Channel. Problem hier, wie bei dem letzten PC auch, ihr bekommt entweder Corsair Vengeance, G-Skill oder Kingston. Von G-Skill halte ich ja nicht viel, ich sag's in jedem Video. Ich habe jetzt einfach mal den Corsair Vengeance genommen, damit wir auf der fairen Seite bleiben. Der kostet bei Mindfactory. Nö, gar nicht. Mindfactory ist in dem Fall sogar Amazon. Ich bin jetzt einfach davon ausgegangen, dass es wieder Mindfactory ist. 79,90 Euro. Den packen wir so in den Warenkorb. 16 GB sind erstmal völlig ausreichend. Ihr könnt hinterher natürlich noch erweitern. Das lässt das Board locker zu. Als Grafikkarte bekommt ihr eine Nvidia GeForce RTX 3080 Ti 12 GB. Ist gerade vor 2 Wochen frisch released worden. Ist hat natürlich wieder beliebiger Hersteller. Aber eine super Grafikkarte, was Zocken angeht. Ihr werdet da keine Probleme mit haben. Wir gucken uns gleich auch nochmal diesen FPS-Test von 3D Mark an. Da da jetzt beliebiger Hersteller stand, habe ich auch einfach eine beliebige Karte genommen, die relativ günstig war, in Anführungsstrichen. Die Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock 12 GB, also von den technischen Daten her genau gleich. 1699 Euro bei eBay, die packen wir so in den Warenkorb. Das ist natürlich Hammerpreis. Aber die Grafikkartenpreise gehen aktuell runter. Das ist echt mega, was da gerade abgeht. Also was heißt mega? Wir machen gerade so kleine Step-Down-Schritte, so um 100 Euro jeweils pro Grafikkarte. Das wird jetzt auch noch schneller gehen, weil in China schalten sie auch langsam diese ganzen Mining-Rigs und so ab. Und diese ganzen Grafikkarten überschwemmen jetzt natürlich den Markt und dementsprechend werden die vielleicht auch jetzt, sag ich mal, in 2-3 Wochen wieder günstiger. Ich hoffe es zumindest. Die TDP von 350 Watt ist natürlich echt hart. Deswegen haben die auch ein 750 Watt Netzteil eingebaut. Hier haben wir auch schon diesen Live-Konfigurationscheck. AMD Ryzen 5800X, dazu die 3080 Ti und den RAM. Da kommt ihr bei Fortnite auf 355 FPS in Full HD und Standard Settings und 1440p Maximum Settings 165 FPS. Ihr könnt die Daten euch ja jetzt selber abgucken. Ich gehe jetzt mal durch die Spiele durch. Schauen wir uns Warzone an, 175 FPS und 160 FPS in WQHD. Assassin's Creed würde 170 FPS in Full HD und in WQHD 120 FPS bringen. Battlefield 5 macht 170 FPS jeweils. Ja, CSGO, kein Maßstab mehr, da werdet ihr über 300 FPS haben, überhaupt kein Problem. GTA 5, 175 FPS und 110 FPS in WQHD. Also die Grafikkarte, ist es überhaupt kein Problem damit zu daddeln. Da werdet ihr jetzt lange was von haben. Ich gehe mal ganz stark davon aus, die nächsten 5 Jahre braucht ihr nicht großartig aufrüsten. Es sei denn, ihr seid wirklich ambitionierte Gamer, die immer das Beste vom Besten haben müssen. Die Grafikkarte reicht völlig aus. Dazu bekommt ihr noch eine M2 SSD, 1 TB Kingston NV1, also eine PCI Express SSD. Die kostet bei Geizhals 81,99 Euro über Amazon. Aktuell sind auch die Prime Days von Amazon. Ich denke mal, deswegen sind die so oft hier oben in dieser Liste drin. Preise sind jetzt nicht so wahnsinnig viel günstiger. Es kommt immer auf die Geräte an. Ihr seht hier schon, der Sprung sind jetzt 8 Euro. Aber hey, die haben wir immerhin gespart. Der Prozessorkühler ist ein BeQuiet Purox Slim. Jetzt eine Sache mal so nebenbei. Es gibt ein Giveaway. Das gibt's nur für die Leute, die nicht durch das Video skippen und diesen Teil, den ich gerade sage, mitkriegen. Ihr werdet in diesem Video 4 Zahlen verstecken. Jeweils immer an den Ecken von den Bildschirmrändern. Und diese 4 Zahlen, die schickt ihr mir bitte bei Discord persönlich als Privatnachricht. Ich habe ja unten Discord verlinkt, da müsst ihr den Server joinen, klickt dann auf meinen Namen, ich stehe noch auf der rechten Seite ganz oben meistens. Da schickt ihr mir bitte diese 4 Zahlen und euren YouTube-Namen dabei. Dann könnt ihr eine Logitech G502 gewinnen. Wird in einer Woche ausgelost. Wenn ihr also Bock habt mitzumachen und kein Problem damit habt, mir eure Adresse dann zu schicken, dass ich euch das Ding zuschicken kann, dann macht mit. Schickt mir die 4 Zahlen und euren YouTube-Namen per Discord und lasst einen Kommentar da. Schreibt irgendwas, aber nichts, was mit dem Giveaway zu tun hat. Das soll so ein bisschen unter uns bleiben. Das ist nur für die Leute gedacht, die nicht einfach durchs Video durchskippen, sondern einfach für die, die wirklich brav durchgucken. Viel Spaß dabei. Also, Prozessor-Cooler, BeQuiet Purox Slim. Ja, es für diesen Prozessor bin ich jetzt nicht so der Fan von. In der Meinung, einen 5800er sollte man schon mit einer Wasserkühlung betreiben, vor allen Dingen, weil die Grafikkarte so eine enorme Wärme abstrahlt. Weiß nicht, ob das lange gut geht. Tut euch bitte selbst den Gefallen und konfiguriert euch hier die Wasserkühlung von BeQuiet rein, die Pure Loop 240 oder irgendwas ähnliches, was euch gefällt. 240er sollte auf jeden Fall reichen, weil ich glaube nicht, dass ihr damit auf Dauer glücklich werdet. Vor allen Dingen nicht, wenn ihr jetzt so eine Dachbodengeschichte habt, wo es immer im Sommer sehr warm wird. Ihr habt die letzten Tage ja erlebt. Der kostet bei Mindfactory 22,65 Euro. Den packen wir so in den Warenkorb. Rein von der TDP passt es. Aber wie gesagt, das Gehäuse wird sehr warm. Die Grafikkarte, die strahlt dann nach oben ab. So eine Sache.
Dazu bekommt ihr noch Windows 10 Pro 64-Bit. Das kostet bei Geizhals 28,88 Euro. Kennt ihr ja schon, packen wir auch so in den Warenkorb. Schön, dass es die Pro-Variante ist. Braucht ihr theoretisch nicht, aber ist fein, dass die dabei ist. Ja, Bulgart Internet Security könnt ihr wieder wegschmeißen. Haben wir jedes Mal das Thema. Garantie, 36 Monate Garantie und Support. 6 Monate vor Ort Pickup und Return. Das bedeutet für euch, wenn ihr im ersten halben Jahr irgendwas habt, wird das Ding bei euch zu Hause abgeholt. Meistens von DHL oder Hermes oder wen auch immer die da haben. DPD, keine Ahnung. Und dann bekommt ihr das Teil natürlich nach einer gewissen Zeit wieder zurück. Ich weiß immer noch nicht, wie lange die brauchen zum Reparieren. Mir hat noch keiner was reingeschrieben in die Kommentare, was das angeht. Und ansonsten müsst ihr halt innerhalb dieser 36 Monate, also immerhin 3 Jahre, das Teil selber zur Post bringen. Das ist schon in Ordnung. 3 Jahre ist was Feines. Dann wären wir jetzt auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, hier haben wir den Ryzen, hier haben wir den RAM, in dem Fall den Corsair Vengeance. Ihr wisst nicht genau, was ihr bekommt. Ihr könnt auch den G-Skill bekommen, ne? Hier haben wir die Grafikkarte beliebiger Hersteller, Gigabyte B550 Mainboard, den Lüfter, den ihr zu einer Wasserkühlung am besten umrüstet, das Gehäuse, was ich persönlich sehr nice finde, das Netzteil, Windows 10 Pro und Dirt 5 natürlich, da kommen wir auf einen Gesamtpreis von 2641,99 Euro. Das System soll kosten 2499 Euro. Das heißt für euch, ihr seid jetzt bummelig, wenn wir die Versandkosten auch mal außen vor lassen, wenn ihr die Teile einzeln bestellt, so circa 150 Euro günstiger, als würdet ihr selber bauen. Ob das jetzt das Angebot schlechthin ist, ich habe es im letzten Video auch schon gesagt bei dem anderen, weiß ich nicht. Wenn der jetzt, sage ich mal, 200 oder 250 Euro günstiger gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja, okay. Für den Preis, ihr macht nichts falsch, tut mir nur den Gefallen und rüstet eben die Wasserkühlung nach. Eventuell sucht ihr euch noch fest einen RAM aus, dass ihr dann, weiß ich nicht, die Ripjaws kriegt oder ähnliches. Nicht, dass das einfach nur so bunt gemischt wird. Aber ich kann das System schon empfehlen. Wer die Kohle gerade hat, kann sich den locker bestellen, überhaupt kein Problem. Ich habe jetzt allerdings im Discord auch schon gelesen, es gibt Leute, die haben sich den bestellt und auf einmal kriegen sie eine Mail von Agando, ja, Lieferung auf unbestimmte Zeit, weil sie scheinbar die Grafikkarte nicht mehr kriegen. Ist natürlich so eine Sache. Kann ich jetzt leider von hier aus nicht beurteilen. Ich kann jetzt nicht mal eben den bestellen und gucken, was passiert. Ich habe die 2.500 jetzt nicht so liegen. Ich mache zwar YouTube, aber ich verdiene damit jetzt nicht unbedingt viel Geld, dass ich das so machen kann. Gut, aber alles in allem, ihr habt auch die FPS gesehen. Wenn ihr eine Gaming-Kiste für die nächsten Jahre haben wollt, dann ist das die hier. Wie gesagt, die Wasserkühlung, eventuell den RAM verändern. Und dann sind wir auch fertig mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert bitte den Kanal, das würde mich sehr freuen. Joint unseren Discord, viele nette Leute da. Wenn ihr Fragen habt, immer gerne da reinposten. Ich antworte, meine Mods antworten, die Berater antworten. Wir haben verschiedene Rollen im Discord. Ihr werdet es dann ja sehen. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao, ciao.